Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe euch ja letzte Woche quasi das 907 einmal vollumfänglich vorgestellt. Und im Zuge dessen bin ich das 907 letzte Woche auch im Stream ein paar Mal gefahren. Unter anderem diese Runde. Und wir sind unterwegs, wie gesagt, auf der Karte Bergspaß. Ich weiß, es gab viele von euch, die sind jetzt kein großer Fan von diesem Panzer. Nichtsdestotrotz war diese Runde, denke ich, auf jeden Fall vorstellenswert, weil ich es endlich geschafft habe, nach mehr als, ich glaube, 200 oder sogar mehr als 300 Gefechten, endlich mal eine Panzerass-Runde mit dem Panzer hinzulegen. Und dass das Panzerass gar nicht so ohne ist. Auf diesem Tank habe ich ja auch schon in dem Video thematisiert. Also da muss man schon eine ziemlich gute Runde für hinlegen, weil so viele gute Spieler so gute Ergebnisse mit diesem Panzer einfahren, beziehungsweise diesen Panzer ja eigentlich fast ausschließlich nur wirklich gute Spieler haben. Und das macht es dann auch nicht einfacher, das Panzerass zu bekommen. So, ich habe mir jetzt hier erstmal bei 357 eine komfortable Position gesucht, wo ich in der Mitte ein bisschen spotten kann, wo ich in der Mitte auch schon selber ein bisschen Schaden anbringen kann. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, die Arti kann hier ganz gerne reinschießen, aber ansonsten, da war sie auch schon. 98 Schaden, das ist noch zu vertreten und wir haben hier schon mal ja ganz gut ausgeteilt. 444 Unterstützungsschaden, 574 Schaden und der Pantera schießt jetzt hier blind auf uns, also einfach mal blind hinterher geschossen. So, bisschen auf die Lage achten, Objekt 430U pusht da ziemlich aggressiv rein in unseren AMX 30, unseren Stritzwahn 103B und in unseren ISM. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht da auf die Flanke fahren, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man in der Mitte ja doch recht gut am Anfang sehr viel Schaden machen kann, gerade wenn man Top-Tier ist. Und ihr seht, bis auf den einen Arti-Treffer haben wir jetzt auch noch keinen Schaden selber kassiert. Jetzt wird es, denke ich, Zeit, dass wir hier vorne mal schauen, dass wir da helfen können. 430U, wie gesagt, da so in drei Panzer reinzukrachen, weiß ich nicht, ob man das so, auch wenn man Top-Tier ist, muss man das wahrscheinlich nicht so spielen. Weil, wie gesagt, ihr seid auch in einem Objekt 430U nicht unverwundbar. Hat er sogar noch recht lange überlebt und hat dafür gesorgt, dass unser AMX 30 vom gegnerischen AMX 30 gesniped worden ist. Aber trotzdem, wie gesagt, macht das nicht. Also sowas, so Harakiri-Aktion ohne Backup, das führt meistens dazu, dass ihr ja, das Spiel von außen euch anschauen könnt. Jetzt will hier der Progetto unbedingt unseren HWK haben, das gibt mir die Möglichkeit, den Progetto rauszunehmen. Und jetzt stehen wir hier vor der Herausforderung gegen Löwe und gegen den Pantera. Bei der Munitionsverteilung ist das halt auch so eine Sache, ne? Dadurch, dass man im 10er-Bereich doch sehr, sehr häufig auch in diese 10er-Only-Battles kommt, habe ich natürlich nur 22 APCR mit und 20 Heat. Wenn ihr dann aber einiges noch blind geschossen habt und wenn ihr dann schon ganz gut Schaden gemacht habt, dann ist es häufig so, dass ihr ja gerade in diesen 357-Situationen dann manchmal in die Verlegenheit kommt, auch Premium-Munition auf Panzer zu schießen, auf die ihr eigentlich keine bräuchtet. Also jetzt hier zum Beispiel für den Löwen gehen jetzt wahrscheinlich unsere letzten APCR-Reserven drauf. Das war jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich aus Versehen dann erst die rechte Maustaste bedient und habe dann Auto-Aim aktiviert. Deswegen ist der Schuss jetzt hier daneben gegangen. So, jetzt haben wir hier 3600 Schaden, dritter Kill für uns und der Pantera, das ist natürlich ziemlich gierig. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass jetzt so Panzer wie der Löwe und der Pantera also völlig richtigerweise hier auf die 2 gedrückt haben, damit sie überhaupt eine Chance haben, das 907 verlässlich zu penetrieren. So, jetzt haben wir 3:5, also es sieht nicht allzu gut aus. Da unten haben wir den E4, der gerade vor uns wegfährt. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, hier den E4 vielleicht direkt zu beseitigen. Der geht auch tatsächlich raus. 4:7. 5:7. Unser Stritzwahn hat das 430 rausgenommen. Und hier muss jetzt noch irgendwo eine Maus stehen. Für die ist natürlich die Heat-Munition genau die richtige. Ich bin jetzt hier relativ vorsichtig vorgefahren, weil ich keine Ahnung hatte, wo genau jetzt hier die Maus steht. Der M4190 ist raus. 6:7, also wir sind schon wieder gut am Aufholen. 4 Kills, 4325 Schaden. Und die Runde ist gerade mal
an der Mitte angekommen, also keine typische 5-Minuten-Runde. Unser Type 5 hat da 4 Gegner auf sich. Also muss ich zusehen, dass ich hier, ja, so gut es geht, noch schnell rankomme. Ich glaube, die Maus steht jetzt hier irgendwo, müsste auf der Brücke stehen, so sieht's aus. Will jetzt hier auch noch auf den Type 5 schießen. Und das gibt uns jetzt hier die Möglichkeit, der Maus nochmal schönen Treffer mitzugeben. Maus hat geschossen. Und unser Leopard PTA nimmt sie dann raus. 7-7. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier... Oh, der war natürlich nice. Gott sei Dank hatten wir noch einen APCR-Schuss. Ein Heat-Schuss wäre wahrscheinlich nicht angekommen. Jetzt steht dahinter noch der EBR. Und unser Type 5 ist unten im Valley jetzt geplatzt. Das heißt, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, jetzt sich auf der Brücke dem Arti-Beschuss auszusetzen. Sondern wenn, dann lieber jetzt versuchen, hier unten durch das Bachbett zu kommen, die Gegner, den Gegnern in die Seite fahren und vor allem so gut wie möglich Arti-safe zu stehen. Defender ist unten. Das ist natürlich ein Gegner, mit dem wir uns durchaus anlegen können. 2 Schüsse sollten wir für ihn brauchen. AMX-30 ist auch noch hier. AMX-30 macht jetzt den Fehler. Anstatt dass er in Deckung fährt, fährt er vorwärts. Hat er dann wahrscheinlich die S-Taste mit der W-Taste verwechselt. Oder andersrum. Auf jeden Fall hat er hier einen Fehler gemacht und ist nicht nach dem ersten Schuss in Deckung gefahren. Den Defender können wir aus der Fahrt auch nochmal frisch einen reindrücken und ihn rausnehmen. 7. Kill, 6850 Schaden, 10-11. 11-10 steht es jetzt. Also wir haben das Match gewendet. Und jetzt ja, war natürlich wieder offensichtlich, dass wir durchs Bachbett gekommen sind. Von daher drehe ich jetzt wieder um, um so ein bisschen auch meine Bewegung zu verschleiern. Und hoffe, dass wenn das 430 da hinten lang kracht gegen den Jagdtiger, dass ich in der Zwischenzeit die Möglichkeit habe, hier den Rheinmetall und den RBR rauszunehmen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein gutes Matchup ist, da ein One-Shot 430 gegen einen fast Full-AP-Jagdtiger. Aber er hat ihm schon mal ein 500er Brett gedrückt. Ich bin gerade gespottet worden. Also hier vor mir muss irgendwas stehen. Die Arti hat mir nochmal für 77 versucht, einen mitzugeben. Und hier vorne ist er tatsächlich, der Borsig. Ich habe jetzt schon auf AE gewechselt. Fangen mir jetzt die beiden Schüsse vom EBR, kann aber dafür mit 370 und dem finalen Schuss dann hier den Rheinmetall rausnehmen. EBR sollte auch kein größeres Problem sein. Der ist jetzt auf dem Weg Richtung Jagdtiger. Ich denke, dass die Arti da auch irgendwo steht. 430 hat das Duell verloren. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie übermütig werden und das Match dann am Ende noch wegschmeißen. Aber in so einer Highdown-Position, wo wir jetzt hier stehen, gegen den Jagdtiger, sollte das eigentlich möglich sein. Ich habe fast mehr Angst vor der Arti als vor dem Jagdtiger. IBR scheint jetzt auch durchgekracht zu sein und eventuell von hinten zu kommen. Da ist die Arti. Die ist natürlich jetzt für mich erstmal Fokusziel. Hat Gott sei Dank auch mal verschossen. Das ist auch ganz nett. So, Arti ist draußen und jetzt können wir uns hier um den Jagdtiger kümmern. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier in einer guten Position gegen ihn stehe, vielleicht kann er mir durch den Turm schießen, vielleicht auch nicht, aber ich sollte ihn aufgrund meiner DPM auf jeden Fall auseinandernehmen können. Er hat jetzt mit, gucken wir mal ganz kurz, wo er uns getroffen hat. Sieht so aus, als wenn er uns, ja, entweder in Unterwanne. Muss ja scheinbar die Unterwanne gewesen sein. Oder hier, ich habe keine Ahnung, wo er jetzt uns penetriert hat. Ich denke mal, es wird die Unterwanne gewesen sein. So, und ich war bei 9 Kills, deswegen habe ich darum gefragt, ob ich jetzt vielleicht hier... Ich habe noch nie mit einem 10er eine Poolmedaille zusammengefahren. Also das wäre natürlich auch für mich ganz großes Tischtennis. Und der, wie es sich gehört, auch noch aus der Fahrt. 10. Kill, über 9000 Schaden, vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen was blind getroffen. Das hier, liebe Leute, das war tatsächlich das allererste Panzerass, was ich hier auf dem Objekt 907 einfahren durfte. Und ich denke, ihr habt gesehen, was dafür nötig war. Vielleicht sah es jetzt ein bisschen einfach aus, aber unser Team lag regelmäßig doch ziemlich hinten. Und ich
würde jetzt einfach mal meinen, dass wir uns immer clevererweise um die Gegner gekümmert haben, die gerade isoliert standen, die gerade wichtig waren, um so quasi das Feld von hinten aufzumischen. Und wichtig ist auch immer, dass ihr selber ein Stück weit unberechenbar bleibt. Auch wenn ihr jetzt in einem Top-Tier-Szenario seid, auch wenn ihr, ich meine, das Objekt 430 Uhr im Gegnerteam war auch in der Top-Tier-Situation und hat den Panzer fahrlässig weggeschmissen. E4 ist runtergekracht ins Valley, muss man jetzt auch nicht unbedingt machen. Unser Stritzwan 103B hat sich auch ein bisschen unvorteilhafter wegholen lassen. Also auch, was ich damit sagen will, auch als Top-Tier muss man natürlich den kühlen Kopf bewahren. Man darf nicht überreagieren. Man muss trotzdem auch die 8er und 9er Gegner ernst nehmen. Und wenn man dann versucht, auch gut zu performen gegen die 8er und 9er, dann hat man doch gute Chancen, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Ich hoffe, das Replay hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht für euer eigenes Gameplay auch so ein bisschen was mitnehmen. Immer dann auch mal wieder so eine Fake-Situation einbauen, so lange in eine Richtung fahren, bis ihr wieder zu seid, dann wieder umdrehen, immer mal so auf der Minimap gucken, wo werdet ihr gerade gebraucht, wo ist eine Schwerpunktsituation, so dass wir das 430U dann rausnehmen konnten, anschließend den E4 und die Maus, also wir haben uns so nach und nach um die 10er gekümmert und dann hatten wir natürlich freie Hand, als die 10er raus waren, um gegen die 9er und 8er ins Feld zu ziehen. Ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war, wie angesprochen, Panzer Ass, 122.000 Credits haben wir bekommen, 2.542 Erfahrungen, 17 Anleihen für die Pool-Medaille für unsere 10 Kills. Wir haben Stahl, obwohl Maus und Type 5 jeweils im Team waren, haben wir in diesem Match die Stahlwand bekommen, Großkaliber und die Kriegermedaille. Schauen wir mal ganz kurz hier auf die Teamscore. 9.413 Schaden, 10 Kills, 1.614 Basiserfahrung waren tatsächlich nötig. Also ich hatte schon Runden mit 1.500 Basiserfahrung in dem Objekt 907, die kein Panzerass waren. Also es waren jetzt tatsächlich die 1.614 Basiserfahrung nötig für das Panzerass. Der Type 5 hat sich hier unten im Valley auch gut verkauft, seine 4.000 Schaden gemacht und die Gegner vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, da muss man jetzt hier das auch nochmal lobend erwähnen, weil häufig es ja vorkommt, während ihr gerade kämpft, die Gegner einfach durchs Valley pushen und dann ihr gecappt werdet oder ihr instant umdrehen müsst zum Cap. Also der Type 5 hat lange genug da unten 4 oder sogar mehr Gegner zurückgehalten, aufgehalten. Also auch ganz, ganz wichtiger Pfeiler jetzt hier. Auch wenn man sagen mag, ja gut, er war jetzt hier auch top hier. Also ich würde sagen, er hat da unten einen wichtigen Dienst gemacht, indem er den Gegnern es verwehrt hat, in unseren Cap zu pushen und uns zu flankieren. Und hat da, wie gesagt, 4 oder 5 Gegner alleine aufgehalten. Ja, gucken wir mal ganz kurz auf den detaillierten Report. 39 Mal geschossen, 35 Mal getroffen, 33 Mal penetriert, 1.157 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Wir haben ein paar Schüsse sogar direkt aus der Fahrt getroffen, 2.125 Schaden geblockt, 1.370 Unterstützungsschaden. Also insgesamt waren wir hier bei guten 11.000 kombinierten Damage. 8 Minuten 53 hat die Runde gedauert und weil wir hier Rationen und die Heat-Munition bezahlen mussten, sind jetzt am Ende minus 13.000 Credits dabei rausgekommen. Aber alles in allem in dem Bereich, beim 10er, sollten einem die Credits nicht so wichtig sein. Ich fand es viel geiler, dass ich erstens meine allererste Pool-Medaille in einem 10er Panzer bekommen habe und zweitens, dass ich endlich jetzt auch auf dem Objekt 907 das Panzerass habe. Jetzt fehlen mir von den Reward-Panzern eigentlich nur noch der VK-72, auf dem ich tatsächlich auch das Panzerass noch nicht habe. Also bin ich mal gespannt, wann ich das mal zustande bekomme. Ich hoffe, ihr habt eine interessante Runde gesehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen, wenn ihr wieder sagt, mit dem Russen-OP-Medium über die Gegner rübergekracht. Ja, dann lasst dem Ganzen halt ein Dislike da, muss ich mit leben. Aber für diejenigen von euch, wie gesagt, die sowas interessiert, lade ich auch solche Replays regelmäßig hoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein!